Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg. Moin und herzlich willkommen. Heute ist Donnerstag, der 17. Oktober. Ich bin Marc Elvers. Ihr hört euren Stadtnachrichten-Podcast mit allen wichtigen Hamburg-Themen montags bis freitags immer um 17 Uhr online überall, wo es Podcasts gibt und pünktlich zum Feierabend um 17:30 beim Radiosender Hamburg 2. Und wir gehen jetzt direkt ins heutige Thema und den aktuellen Nachrichtenüberblick gibt es dann am Ende dieser Folge. Was ist euer Hamburg-Thema der Woche, Marc? Wir beschäftigen uns heute mit der Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland. Seit dem 1. Juli ist es unter anderem erlaubt, Cannabis in nicht gewerblichen Vereinigungen, wie es so schön heißt, anzubauen, sogenannte Cannabis-Social-Clubs. Und obwohl das seit Monaten erlaubt ist, gibt es erst jetzt den allerersten bei uns in Hamburg. Zu dem Thema hat Markus Stehn aus unserer Stadtnachrichtenredaktion einen Gast eingeladen. Moin Markus. Hallo Marc. Wer ist denn heute bei dir? Naja, Andreas Gerhold heißt der Mann. Er berät die Cannabis Social Clubs, die gerade eine Lizenz beantragen. Und wir sprechen drüber, wieso ein Club überhaupt gegründet werden kann. Ist nämlich gar nicht so einfach. Bei uns in Hamburg gibt es erst einen einzigen zugelassenen Cannabis Social Club. Und das ein gutes halbes Jahr nach der Teillegalisierung von Cannabis. Deswegen habe ich ihn auch als erstes gefragt, warum das alles so lange dauert und wo da eigentlich die Probleme liegen. Naja, das ist erstens mal ist das ein ganz neuer Bereich. Also ein ganz neues Gesetz. Ja. Ne? Wir haben nichts auf, dass wir uns stützen können. Es gibt noch keine Kommentare zu dem Gesetz, die veröffentlicht wurden. Ja. Es gibt noch keine Rechtsprechung zu dem Gesetz. Und die Behörden wurden damit auch relativ überrascht, die jetzt zuständig sind. Tatsächlich. Also es ist ja bis zum Schluss, also bis zum 1.7., das war ja das Datum, das wichtig war für die Anbauvereinigung, ab da sollten Anträge gestellt werden können. Genau. Aber erst kurz vorher wurde überhaupt erst in den Bundesländern entschieden, wer denn dort zuständig sein soll. Okay. Und diese Behörden waren natürlich erstmal völlig überfordert, weil die sich nicht während des gesamten zweijährigen Prozesses schon damit beschäftigt haben. Klar. Sondern die haben irgendwann erfahren, du hast den schwarzen Peter und jetzt sieh zu, wie du damit klarkommst. Okay, Sie sagen schwarzer Peter. Woran hakt es denn im Einzelnen? Naja, es hakt tatsächlich daran, dass das alles neu ist und Behörden auch verständlicherweise und Behördenmitarbeiter verständlicherweise erst recht immer auf Nummer sicher gehen. Mhm. Und wenn sie nicht wissen, wie sie entscheiden sollen und nur einen Gesetzestext haben, haben aber keine Beispiele, dass irgendwo anders schon mal in einer gewissen Weise entschieden wurde oder sogar ein Gericht schon mal gesagt hat, die Entscheidung ist in Ordnung. Ja. So, es gibt keine Vorbilder. Ja. Dann sind die erstmal super auf Nummer sicher gepolt. Na, das heißt, die lehnen lieber ab und sagen, soll der Antragsteller doch klagen. Ah. Dann wird es geklärt. Aber solange ich nicht weiß, dass ich mit meiner Entscheidung als Behörde oder Mitarbeiter auf der wirklich sicheren Seite bin, solange lehne ich ab. Der Rechtsweg steht dem Antragsteller ja offen. Das klingt erstmal total logisch. Ist der theoretische Hintergrund sozusagen. Woran hapert es denn praktisch im Einzelnen? Nee, es hapert daran, dass niemand tatsächlich den Gesetzestext, den kann jeder erstmal lesen, der ist jetzt lange öffentlich, den kann man lesen. Aber was ist die Bedeutung dahinter? Wie weit muss es gehen? Nehmen wir ein Beispiel, das Werbeverbot. Mhm. Anbauvereinigungen unterlieben einem Werbeverbot. Ja. Jetzt kann man fragen oder fragt man bei den Behörden nach, was ist denn jetzt Werbung? Wo fängt das bei euch an? Mhm. Wir haben eine Website und auf der sagen wir auch, wir sind ein toller Club, werdet doch bei uns Mitglied. Ja, selbstverständlich. Okay. Jeder Kegelverein macht das. Ja. War zumindest aus Hamburg dann sofort die Antwort, alles, was quasi über die Informationen eines einfachen Telefonbucheintrags hinausgeht, wird als Werbung verstanden. Okay. Und führt dann damit zur Antragsablehnung. Okay. Das ist jetzt ein kleiner Punkt und da gibt es halt viele Punkte von. Und es ist ja nicht nur eine Behörde pro Bundesland befasst. Mhm. Also wir haben eine Erlaubnisbehörde, die später auch die Kontrollen durchführen sollen, aber es gibt ja für alles Mögliche, was damit verbunden ist, weitere Behörden. Mhm. Also allen voran die Bauämter. Mhm. Und auch die Bauämter, die haben sich nur gar nicht damit beschäftigt. Also die Behörden, die jetzt die Anträge bearbeiten sollen, die haben natürlich jetzt sich geschult und ihre Mitarbeiter ein bisschen geschult und wollten neue Stellen schaffen. Also ich dachte, da kommt jetzt ganz viel. Ja. Haben das auch erstmal zurückgefahren, weil so viel gar nicht kommen kann. Mhm. Weil wir als Vereine ja auch bis quasi zum 1.7. warten mussten, um das endgültige Gesetz erst zu kennen. Na, okay, logisch. So. Eine Schwierigkeit ist auch, dass sich viele Vereine schon vorher in guter Absicht gegründet haben, um startbereit zu sein. Mhm. Möglichst startbereit zu sein. Das heißt, die haben die
haben schon ihren Verein gegründet, die haben eine Satzung, die haben einen Vereinsregistereintrag. Mhm. Und sind ein eingetragener Verein. Damit wollen sie jetzt eine Anbauerlaubnis beantragen. Ja. Und jetzt kommt die Erlaubnisbehörde und sagt, ja, deine Satzung haut aber nicht hin. Oh. Warum haut die Satzung nicht hin? Amtsgericht hat doch gesagt, ja, die ist in Ordnung. Nach Vereinsrecht ist sie auch in Ordnung. Ja. Aber da wir das CanG, das Cannabisgesetz, ja erst seit kurzem dann wirklich in endgültiger Fassung kennen, wurden natürlich zur Gründung dieser Vereine, die sich schon letztes Jahr oder jedenfalls vor dem 1.7. lange gegründet haben, die haben bestimmte Sachen nicht beachtet. Also es muss in der Satzung zum Beispiel drinstehen, dass es eine Mindestmitgliedsdauer gibt. Es muss geregelt sein, dass man nach Ablauf der Mindestmitgliedsdauer aber dann sehr schnell, sehr zügig auch wieder austreten kann. Okay. Das sind so Bedingungen, die nicht an jeden Verein gestellt werden. Von daher sagt das Amtsgericht, ja, wir tragen dich als Verein ein, nach Vereinsrecht, bürgerlichem Gesetzbuch, alles wunderbar, alles Chico, was danach kommt, interessiert uns nicht. So, aber dann kommen die Erlaubnisbehörden und sagen, hier, du hast nicht drinstehend dies und jenes. No, und das sind so eine Handvoll Punkte oder sagen wir zwei Hände voll Punkte, die die Anbauvereinigung dann von der Satzung her denn von anderen Vereinen unterscheiden und wo man wirklich das sauber drin haben muss. Sonst kann die Erlaubnisbehörde schon bei der Satzung sagen, du erfüllst die Voraussetzungen schon überhaupt nicht. Egal, was in deinem weiteren Antrag drinsteht und was du geplant hast. Ja. Sie beraten ja auch solche Vereine, die Cannabis als Verkauf dann legal anbieten wollen. Das war ja eigentlich gedacht, damit mal der Schwarzmarkt ausgedörrt wird sozusagen. Naja, also jetzt läuft das Ganze erstmal sehr zögerlich, weil es eben auch für uns noch keine, für uns als Vereine noch keine Vorbilder gibt. Ne? Mm, klar. Also es gibt jede Menge, man findet im Netz jede Menge Mustersatzungen beispielsweise. Ja. Aber als ich jetzt unsere Mustersatzung dann neu entworfen habe und die recherchiert habe, habe ich in fast jeder grobe Fehler gefunden. Oha. In fast jeder habe ich grobe Fehler gefunden. Und die Leute machen das, nehmen sich diese Mustersatzung, gehen damit zum Amtsgericht, da kommt es noch durch, aber dann eben nicht mehr bei der Erlaubnisbehörde. Und deswegen ist unser Rat, in jedem Fall sucht euch professionelle Hilfe. Ich selber bin dabei, jetzt mit ein Institut an den Start zu bringen, das Canna-Institut, das sich ja zunächst erstmal zur Aufgabe gemacht hat, den Vereinen an den Start zu helfen, zum Beispiel mit einer stimmigen Mustersatzung, die dann an den jeweiligen Verein auch gut anpassbar ist, die den Bedürfnissen des Vereins entspricht, aber eben nicht nur dem Vereinsrecht, sondern eben auch dem Cannabisgesetz entspricht. Ja. Dann sind da viele weitere Hürden, die jetzt bei der Antragstellung beachtet werden müssen. Also man muss einen Anbauplan letztendlich vorlegen. Man muss sagen, so was habe ich wo geplant? Ne? Auf welcher Fläche steht denn was und wie ist das gesichert und so weiter. Klar. Das Ganze soll man aber schon angeben, bevor man irgendwas hat. Zumindest bevor man es wirklich fest hat. Also das ist schon mal auch so eine Schwierigkeit. Ich muss Angaben machen zu einem Objekt, dass ich entweder schon vor 3 Monaten gemietet habe und ausgerüstet habe, dann weiß ich, was da ist. Ja. Aber dann habe ich 6 Monate mindestens umsonst Miete bezahlt. Kann ich mir das leisten? Na, oder aber ich sichere mir irgendwo ein Objekt durch Vorvertrag beispielsweise. Und weiß dann, okay, da kann ich auch selber noch einen Zaun drum bauen und den schätze ich mal mit so und so viel Kosten und das ist alles eingerechnet. Und jetzt lege ich das dann vor. Das dauert alles, das kostet alles Zeit. Klar. Und da stecken wirklich so viele Hürden drin. Also wir sollen ja explizit nicht kommerziell arbeiten. Genau. Und es wird explizit gefordert, dass möglichst viele Mitglieder möglichst viel mithelfen, damit der ehrenamtliche Charakter und der nicht kommerzielle Charakter auch zum Tragen kommt. Da sind aber so viele Aufgaben, die kann man nicht im Ehrenamt neben Job und Familie mal eben machen. Wie kann das Ganze denn besser werden? Also wer ist da Ihr Ansprechpartner hier in Hamburg oder auf der Gesetzesseite? Wie sieht das aus? Naja, behördlicherseits ist das Bezirksamt Altona, dort gibt es eine entsprechende Abteilung eingerichtet worden, die für ganz Hamburg zuständig ist. Also da haben wir durchaus unsere Ansprechpartner, da gibt es, war auch sehr rechtzeitig da, Möglichkeiten, einen Antrag online auszufüllen. Ja. Nur das scheint erstmal so einfach. Man macht diese Seite auf, man sieht sich den Antrag an und dann, ach ja klar, da soll ich ganz viel persönliche Daten von den Vorständen, vom Präventionsbeauftragten und so weiter eintragen. Das ist ja alles überhaupt kein Problem.
Aber dann geht es eben ins Detail und dann muss ich dann letztendlich ja sagen, wie wollen wir denn produzieren? Mhm. Wo wollen wir in welcher Art produzieren? Wie ist das Ganze abgesichert? Wie wird es abgegeben? Wie sind die Abgaberäume denn gesichert? Und so weiter und so fort. Das wiederum, ich habe es vorhin schon erwähnt, das Bauamt ist der nächste große Knaller in vielen Fällen. Weil dann hat man sich einen Plan gemacht. So, und dann sagt die Erlaubnisbehörde so, und jetzt geh bitte mal zum Bauamt, lass dir bestätigen, dass das überhaupt so funktioniert. Und das Bauamt sagt, solche Auskünfte erteilen wir nie. Das machen wir nicht. So, und dann geht man wieder zur Erlaubnisbehörde und sagt, Bauamt sagt, machen wir nicht. Linke Tasche, rechte Tasche. Also, ne, so, es steckt muss sich alles einspielen und ich rechne eigentlich damit, dass es sich dann auch irgendwann mal einläuft und wenn die ersten Vereine dann tatsächlich am Arbeiten sind. Mhm. In verschiedenen Bundesländern, was man das miteinander vergleichen kann, man Vorbilder hat, dann wird es nochmal zunehmen und dann wird es auch mehr Vereine geben, die dann sich auf diesen Weg machen. Oder würden Sie sagen, von Seiten der Behörden steckt da System hinter, dass das absichtlich so geplant ist, dass das noch ewig dauert? Also ich habe im Vorfeld schon lange vorher, habe ich das als Möglichkeit tatsächlich in den Raum geworfen und habe gesagt, so, wir müssen in unseren Zeitplänen auch damit rechnen, dass die Behörden womöglich mauern werden. Ja. Also das sind in der Regel, sind das ja Behördenmitarbeiter, insbesondere wenn das, kommt ja immer noch drauf an, wo landet das Ganze. Wir haben mit dem Bezirksamt Altona, glaube ich, schon Glück gehabt. Jetzt ist es nicht in der Innenbehörde gelandet. Mhm. Ne? Aber das wusste man ja alles noch nicht. So, nee. Und wenn es jetzt in der Behörde landet, die jetzt seit jeher, seit Jahrzehnten, versucht, Cannabis zu bekämpfen. Ja, ja, klar. Und jetzt plötzlich sollen sie Erlaubnisse erteilen. Mhm. So, das ist doch menschlich verständlich, dass man da irgendwie seit nicht von heute auf morgen jeder Mitarbeiter seine Blickrichtung völlig ändern kann. Ja, ja, klar. Ne? Dass sowas gibt es auch in anderen Bereichen bei Gesetzesänderungen, dass die Behörden da dann träge sind und schwer hinterherkommen. Mhm. Wir kennen das auch, wenn Regierungen wechseln. Ja, da haben die Regierungen lange Jahrzehnte in einer festen Konstellation regiert. Die Behörden sind darauf eingestellt und jetzt gibt es einen Regierungswechsel, es soll plötzlich alles ganz anders sein. Hm. Das ist schwierig in den Behörden umzusetzen und das haben wir hier eben auch das Problem. Welche Schulnote würden Sie denn dem Bezirksamt Altona, das ja zuständig ist, vergeben für seine Arbeit? Punktevergabe. Schulnote 1 bis 6. Ja, nee, das ist tatsächlich schwierig, weil ich dafür nicht genug Einblick habe, um da tatsächlich jetzt eine faire Note zu geben. Ich habe ein paar Beispiele, wo ich mal eine glatte 5 aussprechen würde, für einzelne Teilaspekte. Und es gibt Bereiche, wo ich denke, ja, da sind sie durchaus bemüht, aber da ist das Sicherheitsdenken halt einfach noch zu groß. Da wünsche ich mir denn einfach auch mal Mut von einer Behörde. Ja. Zu sagen, wir haben keine Vorbilder, wir haben keine Regeln. Aber wir können das jetzt nicht irgendwie so weit auf Nummer sicher gehen, dass es nicht mehr möglich wird. Beispiel wieder das Werbeverbot. Ja, klar. Also, im Gesetz steht Werbeverbot in den gesetzlichen Kommentaren, also nicht in den Kommentaren zum Gesetz, sondern in den Kommentaren des Gesetzgebers. Genau. Da gibt es immer noch so ein Der liefert immer so ein bisschen, so ein paar Sätze zu jedem Paragraphen mit, was ist damit gemeint. Ja, Erklärung. Ne? Und beim Werbeverbot wird zum Beispiel gesagt, dass Schaufensterwerbung verhindert werden soll oder Leuchtreklame. So, die haben sich also auch, die Politiker haben sich da was ganz anderes vorgestellt. Dass wir jetzt irgendwo, womöglich in Schleswig-Holstein, fernab von überall irgendwie eine Anbauhalle haben, dass wir eine kleine, sowieso unauffällige Abgabestelle, die das Mitglied aber finden muss. Ja, ja, klar. Ne? Wir haben nicht vor, Schaufenster zu machen oder für Cannabis zu werben oder so. Das hatte nie irgendwer vor. Aber diese Bedenken bestanden. Und jetzt wurde dann strenges kann man gar nicht mal sagen, ein Werbeverbot, ein undefiniertes, relativ undefiniertes Werbeverbot ins Gesetz geschrieben. Und als Beispiel sagt der Gesetzgeber, wir wollen eben keine Schaufenster, wir wollen keine Leuchtreklame. Aber ein Klingelschild ist erlaubt. So, jetzt steht die Behörde hier in Hamburg oder auch in anderen Bundesländern vor dem Problem, dass ich als Verein komme und sage, so, wir haben eine Website. Wir haben kein Schaufenster, wir haben keine Leuchtreklame, aber wir haben selbstverständlich eine Website. Also eine Grauzone, klassischerweise. So, wie wird das beurteilt? Hm. Wo sind da jetzt unsere Grenzen? Wo müssen wir drauf achten? Was dürfen wir nicht? Wo kippt das in Werbung? Wo kippt die Information in Richtung Werbung? Aus eurer Sicht, weil ihr seid entscheidend als Behörde. Also fragen wir euch. Und dann sagen die, ja, in den Kommentaren steht was vom Klingelschild.
Also darf da nicht mehr als ein Klingelschild im Internet stehen. Und diese Teillegalisierung von Cannabis sollte ja eigentlich dazu führen, dass der Schwarzmarkt ausgetrocknet wird. Wird das passieren, Ihrer Meinung nach? Also auf den Weg, auf dem wir uns derzeit befinden, stehen die Chancen nicht sonderlich gut, will ich mal vorsichtig formulieren. Also die Absicht ist da, und zwar von allen Seiten, auch von unserer Seite. Aber? Der Dealer steht ohne Unterbrechung immer noch an derselben Ecke. An derselben Ecke, wo er vor 5 Jahren, vor 10 Jahren gestanden hat. Und jemand, man muss sich dann nur mal in die Lage versetzen, auch da wieder so viel Verständnis für den Beamten hat, der da auf Supernummern sicher geht und sagt, ich will hier auf gar keinen Fall meine Kompetenzen übertragen. Soll der Antragsteller doch klagen. So muss man das aber auch von der Konsumentenseite hergehen. Die haben sich über Jahrzehnte jetzt auch versteckt mit ihrem Konsum, haben irgendwann rausgefunden, na, da gibt's einen Freund von einem Freund und den kann ich dann, so, und dann darf ich immer mit was klingeln. Oder irgend sowas. Und das funktioniert. Seit vielen Jahren funktioniert es. So, und jetzt kommt jemand und sagt, du, werd doch Mitglied in einem Cannabis Social Club, musst so und so viel Euro bezahlen pro Monat, musst so und so viel Euro erstmal Aufnahmegebühr bezahlen, dann müssen wir mal gucken, der Gesetzgeber sagt, du sollst ständig mithelfen. Und wo du dir das holen kannst, ob das immer noch genauso nah ist wie dein jetziger Dealer, das können wir dir noch gar nicht sagen. Ist nicht sehr wahrscheinlich. Nee. Also das ist mit viel Aufwand auch für die Nutzer verbunden. Klar. Selbst wenn die gar nicht so aktiv im Verein sind. Aber schon überhaupt das Ganze anzustoßen, einen Verein mitzugründen oder in einen bestehenden Verein einzutreten. Wann soll ich mich da zwischen Familie, Beruf und meinen Hobbys noch drum kümmern? Ich will doch nur ab und zu mal einen rauchen. Okay. Also gehe ich zu meinem Dealer, weiter zu meinem Dealer. So, das ist ein Effekt, mit dem müssen wir einfach rechnen. Das ist menschlich und natürlich. Und das heißt aber, wir müssen die Cannabis-Social-Clubs, die legalen Bezugsquellen, sag ich mal, weil wir haben ja eigentlich noch eine Säule 2 vor uns mit Cannabis-Fachgeschäften. Ja. Also die legalen Bezugsquellen, die müssen mindestens so attraktiv sein wie der Schwarzmarkt. Und davon sind wir weit entfernt. Da bleibt also noch viel offen. Trotzdem nochmal, jetzt haben wir viel über Cannabis und Legalisierung gesprochen. Verstehen Sie eigentlich die Kritik vieler Ärzte, die sagen, Cannabis ist gerade für heranwachsende Jugendliche, deren Gehirn noch nicht ganz ausgebildet ist, besonders gefährlich, weil die Gefahr besteht, dass das Hirn geschädigt wird? Verstehen Sie das eigentlich ganz grundsätzlich? Oder sagen Sie? Ja, natürlich verstehe ich das grundsätzlich. Also wir verweigern doch nicht wissenschaftliche Erkenntnisse. wir schauen uns die Studien an, und wenn die Studien solide sind und es gibt solide Studien, die Gefahren auch für Cannabis aufzeigen, tatsächlich. Denn akzeptieren wir das doch, nehmen das doch zur Kenntnis und wollen auch damit umgehen. So, das heißt, niemand von uns aus der Legalisierungsszene oder kaum jemand hat tatsächlich gefordert, für Jugendliche zu legalisieren. Sondern es ging immer um die Legalisierung für Erwachsene. So, und wir haben ja auch unter der Totallegalität, Illegalität, auch für Erwachsene, haben wir doch festgestellt, dass die Illegalität niemanden vom Konsum abhält. In der Tat. So, auch die Jugendlichen nicht. Weder die Erwachsenen noch die Jugendlichen. Das heißt, für die Jugendlichen verändert sich erstmal eigentlich nichts. Also die haben auch immer noch ihre Bezugsquellen. Und auch da müssen wir mal ein bisschen die Realität uns angucken. Das sind eben nicht die bösen Erwachsenen, die am Schulzaun lauern und die Kinder verführen zu irgendwelchen Drogen, sondern da besteht ein eigener Markt. Es wird auf den Schulhöfen gedealt, von Schüler an Schüler. Das hören Eltern nicht gerne, das hören Lehrer nicht gerne, das hören Schulleiter nicht gerne. Das weiß ich, weil ich immer Schwierigkeiten habe, diese Informationen an entsprechender Stelle runterzubringen, weil das immer auf sehr viel Widerstand stößt. Aber das ist ein eigenständiger Teilmarkt, sage ich jetzt mal. Und der wird von dieser Teillegalisierung überhaupt nicht berührt. Also wir müssen uns nicht wundern, wenn der nicht weggeht, weil es nicht berührt wird. Aber es besteht auch kein Grund anzunehmen, dass das jetzt größer wird. Andreas Gehold, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Okay, also vor allem die Bürokratie macht es den Social Clubs offenbar schwierig. Glaubst du, das legt sich dann mit der Zeit, wenn einige Clubs zugelassen sind und sich so die Abläufe dann so ein bisschen eingespielt haben? Ja, das glaubt Andreas Gehold ja letztlich auch. Hat er mir bei dem Gespräch hinterher dann noch verraten. Aber spannend wird dann ja auch noch, ob die Konsumenten dann wirklich in die Clubs gehen und nicht mehr zu ihren illegalen Dealern. Das war ja eigentlich der Sinn der Sache, den Schwarzmarkt auszutrocknen. Das scheint ja eher schwierig zu sein, aber wir bleiben an dem Thema mal dran. Genau, wir schauen auf jeden Fall drauf. Vielen Dank, Markus. Gerne. Hamburg aktuell. Ihr hört euren Stadtnachrichten-Podcast montags bis freitags immer um 17 Uhr. Und was war heute sonst noch wichtig? Hier kommt der aktuelle Nachrichtenüberblick mit Ines Wiese.
Guten Tag. Am 31. Oktober, dem Reformationstag, gibt es in vielen Hamburger Museen wieder freien Eintritt. In diesem Jahr gibt es laut Kulturbehörde eine Rekordbeteiligung. Insgesamt 47 Museen machen mit. Neu mit dabei sind zum Beispiel das Film- und Fernsehmuseum und das FC St. Pauli-Museum. Der Bundestag hat die umstrittene Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach beschlossen. Jetzt muss der Bundesrat noch zustimmen. Mit der Reform sollen Krankenhäuser finanziell entlastet werden und sich stärker spezialisieren, damit Patienten am Ende besser behandelt werden. Und der ukrainische Präsident Selenskyj hat bei einem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten um die Unterstützung seines Plans für einen Sieg gegen Russland geworben. Der Ansatz sei, Frieden durch Drohungen zu schaffen, sagte Selenskyj in Brüssel. Hamburg aktuell. Hier ist euer Stadtnachrichten-Podcast. Montags bis freitags immer um 17 Uhr. Morgen ist Freitag, das heißt, es gibt wieder den Wochenrückblick mit Chefreporterin Carolina Koblin. Da gibt es nochmal alle wichtigen Themen, die uns diese Woche beschäftigt haben und die wichtig waren für Hamburg. Ansonsten empfehlt uns gerne weiter und für Kritik, Fragen, Vorschläge und Anregungen, da könnt ihr euch jederzeit bei uns melden unter stadtnachrichten@hamburg2.de. Ich bin Marc Elvers, bis bald. Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.